Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable und zu meinem Weg nach Epona. Ja, heute geht es weiter, hier die Schattensucher zu fangen. Und ich bin ganz gespannt, ob mir das gelingen wird oder ob ich extrem failen werde. Ich kenne mich ja. Ich glaube, ein bisschen failen werde ich bestimmt. Ja, und schon stehe ich hier bei Alex, da wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir müssen nun die Schattensucher fangen oder beziehungsweise um uns kümmern. Hast du den Schattensauger dabei? Der könnte uns retten. Beeil dich und saug alle Schattensucher mit ihm auf. Es gibt noch Hoffnung. Du kannst Vanilleeis bei mir lassen. Wir sind hier sicher, während du mit dem Schattensauger zu Werke gehst. Okay, benutze den Schattensauger auf den Schattensuchern und fange sie alle ein. Benutze sie aus der Entfernung. Okay. Alles klar, ich bin echt jetzt mal richtig, richtig gespannt, wie das funktioniert und ob das funktioniert. Ob ich das hinkriege oder ob ich das nicht hinkriege. Wir werden sehen. Okay, vor allem, wo sammle ich sie denn ein? Wo tue ich es hin? Aus der Entfernung, haben sie gesagt. Okay, hier, gib mir den Schattensaug. Ah, tatsächlich. Oh Gott, es geht wirklich. Kann ich da ein Bild... Oh, schade, ein richtiges Bild kann man nicht davon machen. Das sieht ja krass aus. Okay, einen habe ich eingesammelt. Wow. Voll mit dem Gerät hier auf dem Rücken. Hammer. Also damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, dass das so ein tragbares Teil ist. Aber das sieht ja wirklich richtig, richtig cool aus irgendwie. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Mir gefällt das gerade total gut. Warte mal, da muss ich echt ein Bild von machen. Es tut mir leid, aber wann habe ich echt mal die Gelegenheit, und da ein cooles Bild von zu machen? So. Voll lustig. Ey, voll lustig. Damit könnte ich jetzt wahrscheinlich überall rumlaufen. Okay. Komm her, Schattensucher. Komm zu mir. Zack. Schade, da würde ich jetzt gerne ein Bild von machen. Das geht leider nicht. Okay, 7 Stück. Oh mein Gott, so viele. Alles klar. Schattensaug-Power hier. Komm her. Oh, jetzt habe ich... Wow, jetzt habe ich das ein bisschen verklickt. Jetzt aber. Nein, doch nicht. Jetzt aber. Aufsaugung im Gange. Sehr cool. Also das ist ja echt eine richtig tolle Quest gerade. Und hier auch noch... Warte, warte, bleib stehen. Er versucht zu fliehen. Okay. Bäm. Nächster Schatten. Wo ist er? Da. Nummer 5. Saug, saug. Guck mal, so einfach geht das. Okay. Nächster Schattensucher. Noch 2. Hier war doch auch immer einer. Schattensucher. Wo bist du? Ach, den haben wir wohl schon aufgesaugt. Wo könnte denn der letzte... War da oben noch einer? Ich glaube, bei Bonnie. Oh ja. Oh ja, bei Bonnie war noch einer. Zack. Komm her! Schattensucher! Such deine Schatten lieber in meiner tollen Maschine. Einer fehlt noch. Ich glaube, da oben. Da, ich sehe ihn. Da müssen wir einmal hier so hoch. Okay. Einmal hier hoch und den letzten Schattensucher eingesaugt. Saugpower! Zack! Geschafft! Wow, sehr cool. Kann man da noch ein tolles Bild von machen? Ich bin jetzt total fasziniert von der Ausrüstung. Voll so Geisterjägermäßig irgendwie. Okay, kriege ich ein bisschen Helligkeit noch? Oh, da muss ich echt... Es tut mir leid, ich muss da noch ein Bild von machen. Ohne Bild komme ich hier nicht mehr weg. So, sehr schön. Oh, ich liebe die Bilder einfach. Aber ich weiß, ich sage es immer wieder und immer wieder, aber es ist halt wirklich so. Okay, alles klar. Auf einmal zum Bürgermeister. Zack. Ha, ich wusste, dass du uns so retten würdest. Jetzt sind wir endlich diese schrecklichen Schattensucher los, die das Dorf terrorisiert haben. Jetzt müssen nur noch diese furchtbaren Risse weg. Sag mal, wo hast du diesen Staubsauger gekauft? Ich will auch so einen von denen. Ja, können wir bestimmt organisieren. Okay. Alex, wir haben es geschafft. Gemeinsam haben wir das geschafft. Puh, das war knapp. Aber jetzt ist das Dorf befreit von diesen schrecklichen Schattensuchern. Dieser Schattensucher ist
Ein phänomenales Gerät. Man kann sie hören, wie sie im Sauger vom Lichtgeiststaub gefangen sind. Einfach phänomenal. Was ich gerade gemacht habe, oh, das war nur etwas Blitzkreis-Schutzzauber. Meine Soulrider-Kraft kommt, wie du wahrscheinlich eh schon weißt, vom Blitzkreis. Aber mehr dazu später. Jetzt müssen wir herausfinden, wie man diese Risse schließt, bevor sie mehr Schaden anrichten oder noch mehr schreckliche Schattensucher ausspucken. Der Einzige, der uns damit helfen kann, ist Fripp. Er sollte uns sagen können, was zu tun ist. Du musst rauf zu Fripp reiten und ihm ihn um Rat fragen. Wenn es irgendjemand gibt, der uns helfen kann, dann ist es er. Ich bleibe hier und halte die Augen offen, um das Austreten von weiteren Schattensuchern aus den Rissen zu vermeiden. Beeil dich! Okay, alles klar. Gut. Zack. Schnell geht's nach Whaledale. Auf nach Whaledale! So, in Whaledale angekommen, werden wir jetzt schnell hochreiten und zu Fripp hinabsteigen. Nennt man das so? Teleportieren? Wie soll man es sonst nennen? Ich glaube, teleportieren ist wahrscheinlich irgendwie schon die richtige Variante dafür. Der richtige Spruch. Oh, ich habe keine Ahnung. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Ist es teleportieren? Ist es hinabsteigen? Keine Ahnung. Ins Portal steigen? Ja, schon teleportieren, oder? Porten. Wir porten uns. Genau, porten klingt irgendwie ganz cool. Wir porten uns zu Fripp. Fripp, willkommen. Tor öffnet sich. Wir sind doch bestimmt hier richtig zu Fripp, oder? Ich wüsste nicht, wo Fripp sonst sein sollte. Ich denke, das sollte hier funktionieren. Okay, Frippy Fripp. Bitte hilf uns. Hilf uns, die Risse zu schließen. Die pandorischen Risse. Die wunderschönen pinken Risse. Zwar eigentlich ganz cool aussehen. Aber nicht gut sind für unsere Stadt. Zeit und Raum verschmelzen. Alles ist still und immer in Bewegung. Oh, es ist immer so magisch hier. Fripp? Da ist Fripp, tatsächlich. Und das? Oh ja, tatsächlich auch ganz alleine. Mit einem Ausrufezeichen auf den Kopf. Hi. Willkommen zurück in der Zeit, Mandy. Ach, diese Erinnerung. Pandorische Risse, um Himmels Willen. Dieses Mal scheint es richtig schlimm zu sein. Wir hatten wirklich gehofft, dass dieser Riss, den du in Golden Hills geschlossen hast, nur eine einmalige Angelegenheit war. Aber nein, es scheint nur der Anfang von etwas viel Schlimmerem gewesen zu sein. Da war wohl das Ergebnis der bösartigen Machenschaft von Darkcore. Sie haben das eh schon empfindliche Gleichgewicht zwischen Pandoria und unserer eigenen Welt durcheinandergebracht. Der sogenannte Garnok-Effekt hat begonnen. Möge Aydin mit uns sein. Der Garnok-Effekt muss verlangsamt werden, sonst werden wir ihn nicht aufhalten können. Aber du könntest uns mit der unmittelbaren Bedrohung helfen und den Garnok-Effekt bremsen. Um den pandorischen Riss in Silverglade zu schließen, musst du die Zauberkräfte des Blitzkreises einsetzen. Bist du bereit, etwas über den Blitzkreis zu erfahren? Aber natürlich, erzähl uns mehr, Fripp. Hör zu, Mandy. Der Blitz schützt vor Krankheit, Hexerei und bösartigen Zauber. Wenn du die Kraft des Blitzes sammelst, kannst du dich vor Zauberei schützen, die gegen dich verwendet wird. Für einen Soul Rider gibt es zwei verschiedene Blitzkräfte. Eine zum Schutz vor böser Magie und eine andere zum Angriff, dem Soul Strike. Der Blitzkreis ist der traditionelle Pfad eines Kriegers. Große Macht bringt große Verantwortung. Der Blitzkreis erfordert große Weisheit und Vorausdenken von seinen Mitgliedern. Die Druiden wissen, dass du einzigartig bist. Dadurch, dass du die Kräfte aller vier Kreise gemeistert hast, selbst wenn du dir ihrer noch nicht ganz bewusst bist. Oh ja, Training. Ich werde dir jetzt zeigen, wie man die Kraft des Blitzkreises nutzt, um die pandorischen Risse zu schließen und Silverglade zu retten. Trainiere so viel, damit sich deine Blitzkreiskräfte nicht weiter verbessern und du sie besser einsetzen kannst. Die bevorstehende Übung ähnelt dem, was du tun musst, um die Risse in Silverglade zu schließen. Es ist sowas wie eine Simulation. Ich werde eine schwächere Version des Portals zwischen Pandoria und unserer Dimension öffnen. Das ist etwas, das wir nicht sehr oft machen. Du musst dann folgende Schritte befolgen.
Steige von deinem Pferd, stelle dich neben den rosa Nebel und neutralisiere sein Schutzschild, indem du den Schattensauger auf der rosa Energie verwendest. Dieses Gerät wird perfekt dafür sein. Du musst auf die bläulichen Sternfunken aufpassen. Sie sind etwas schwer zu erkennen im rosa Nebel. Benutze die Kraft des Blitzes, um die blauen Funken zu entfernen. Jedes Mal, wenn du ein Stück eines blauen Sternes entfernst, sinkt die Kraft des pandorischen Portals. Wenn seine Kraft aufgebraucht ist, schließt sich das Portal und verschwindet. Wenn du es nicht schaffst und das Portal seine maximale Kraft erreicht, wirst du es vielleicht nie wieder schließen können. Oh, okay. Dann wollen wir mal. Okay, ein Trainingsportal. Noch wird's nicht ernst. Okay. Wie geht es? Kann ich das jetzt schon machen? Achso, okay. Alles klar, steige vom Pferd ab. Und wir haben hier den Sauger. Okay. Blaue Sterne. Oh ja, den erkennt man wirklich schlecht. Also ich sehe keine blauen Sterne. Ah, hier sind die Sterne. Energie leer. Energie voll. Ah, da! Zack, komm her, Sterne. Da sind die Sterne. Sterne. Konzentration! Stern. Halt! Wo ist noch ein Stern? Da! Ein noch. Zack. Noch ein. Das sind Tests bestanden. Ah, sehr cool. Das ist ja mega. Das bringt ja wohl Spaß. Fripp, ich hab's geschafft und das bringt total Spaß. Schau dir das mal an. Du weißt wirklich, die Kraft des Blitzkreises zu nutzen. Du bist außerordentlich talentiert. Nie enttäuschte uns. Elisabeth hat recht mit allem, was sie über dich gesagt hat. Je mehr du die Kräfte des Blitzkreises trainierst, desto leichter wirst du die Risse zwischen unseren Welten schließen können. Damit dein Schattensauger echten pandorischen Portalen standhalten kann, wirst du Avalons Hilfe brauchen, der dir den Sauger noch weiter verstärken kann. Er wird das mit Hilfe der Schattensauger schaffen, die du in Silverglade gefangen hast und die gerade im Beutel sind. Geh zu Avalon in Waildane und sag ihm, dass er dir helfen muss. Okay, alles klar. Tschüss, Frippi, schön war's bei dir. Okay, zurück geht's. Und noch einmal zu Avalon. Das hat echt Spaß gemacht. Also das fand ich sehr, sehr cool. Okay, Zeit und Raum entfalten sich und ich gehe wieder zurück in die Wirklichkeit. So. Zurück sind wir... was ist denn hier los? Wow, was ist denn das hier? Ah, gucke mal! Shadows Tiger Generation! Ein Clubtreffen! Ach, wie cool! Hallo, Shadow Tigers Generation! Oh, okay, die trainieren jetzt hier. Da wollen wir mal schnell weg. Da gehen wir mal schnell weg und gehen schnell zu Avalon. Ist natürlich auch eine gute Idee, hier so zu trainieren und da im Kreis zu reiten. Das finde ich eigentlich ganz cool. Super Idee. Ja, Ideen muss man haben, ne? Das auf jeden Fall. Okay, schnell zu Avalon. Avalon, ich bin gleich bei dir. Du musst mir helfen, unbedingt. Ohne deine Hilfe werde ich es nicht schaffen. Wir werden die pandorischen Risse sonst nie wieder wegmachen können und die Erde heil machen können und das Portal schließen und die Welt retten und ja, keine Ahnung. Avalon! Sehr interessant, sehr interessant. Pandorische Risse, das ist nicht gut. Habe ich erwähnt, dass das gar nicht gut ist? Aber du hast einen Plan und ich muss dir helfen, den Schattensauger zu verstärken. Jawohl, das musst du wohl. Mit Hilfe der Kraft der eingefangenen Schattensucher habe ich das Gerät gestärkt, sodass du mit ihm die Risse in Silverglade schließen kannst. Und vielleicht sogar noch mehr. Wenn du das Gerät sehr viel benutzt, musst du wieder zu mir zurückkommen, um den Schattensauger zu lernen und zu neutralisieren. Jetzt aber los nach Silverglade und alle Risse mit den neuen Blitzkreiskräften schließen. Und vergiss nicht, zuerst die Abwehr der Risse mit den Schattensauger zu schwächen, dann die blauen Reste mit deinen Kräften zu neutralisieren, bis du die ganze Energie absaugen kannst. Das sollte sich schließen. Viel Erfolg! Dankeschön. Vielen Dank, Avalon. Und das werden wir dann erst in der nächsten Folge machen und ich bin ganz gespannt, wie das werden wird und ich freue mich riesig drauf, weil das echt Spaß gemacht hat. Und damit würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen!
You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason. But I'll cherish every day until you come my way this season.